Nichts ist so alt wie die Zukunft von gestern. Horror. Früher genial, heute weg. Doch was ist aus all den Dingen geworden? Erinnert sich noch daran. Einst war er der Partyknaller schlechthin. Einfach zu machen, einfach zu essen und mit exotischer Note. Na? Ist es was zum Essen? Na! Ah! Oh, den Geruch kenne ich. Toast dabei! Na! Oh je. Ein Toast Hawaii. Oh, Toast Hawaii. Hoppla. Darf ich reinbeißen? Okay, gut. Also hier ein Stückchen Toast. Ja, Esse ich lieber Leberwurst mit Honig. Das finde ich zum Beispiel lecker. Heute ist der Toast Hawaii praktisch vergessen. Dabei war dieses Gericht in den 50er und 60er Jahren in Deutschland der Hit. Vor allem in Westdeutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt der Wirtschaftsaufschwung. Nach Jahren des Leids und der Entbehrung sehnen sich viele nach Freude am Leben. Sie wollen es schick haben und nie mehr hungern. Schinken und Käse auf ein Brot zu legen, das klingt damals noch ziemlich verschwenderisch. Und dann noch Ananas. Wahnsinn. Aber wo kommt der Hawaii-Toast her? Aus Hawaii? Nein. Nee, der kommt wahrscheinlich von woanders, ne? Nicht aus Hawaii. Also es kommt bestimmt nicht aus Hawaii. Wahrscheinlich kommt er irgendwie aus Pirmasens oder so. Aus Amerika vielleicht? Bei so einem Sandwichgericht mit Toast könnte man auf die Idee kommen. Tatsächlich gehört der 50. US-Bundesstaat Hawaii zu den sogenannten Sandwich-Inseln. Ex-Präsident Obama stammt aus Honolulu. Vielleicht ist der exotische Toastgenuss ja auch so ein cooler Export. Obama hat leider gerade keine Zeit für ein Interview. Aber zum Glück gibt es ja ein American Diner in Berlin, das nicht nur US-Klassiker macht, sondern sich auch auf hawaiianische Gerichte spezialisiert hat. Tarek arbeitet hier als Koch. Er hat in Honolulu seine Ausbildung gemacht. Wenn's einer weiß, dann er. Was sagt er zum Toast Hawaii? Echt hawaiianisch? Never seen that before. Habe ich noch nie gesehen. Weder in Amerika noch auf Hawaii. Hawaiianische Küche sieht ganz anders aus. Ich zeig's euch mal. Tarek will uns die Augen öffnen und kocht ein traditionelles hawaiianisches Gericht. Loko Moko. Die hawaiianische Küche ist sehr bodenständig. Einfache Zutaten werden verarbeitet. Hier ist es ein Hacksteak mit Ei auf Reis. Obendrauf braune Zwiebelsoße. Und fürs Auge ein bisschen grün. Mmh, Aloha. Aber was ist mit der Ananas? Isst man die nicht auf Hawaii? Im Norden von Hawaii gibt es viele Ananasplantagen. Viele Hawaiianer fahren dorthin und essen Ananas. Das ist ein bisschen eine Touristenfalle. Aber man findet Ananas auch so in vielen Gerichten. Vor allem in Cocktails und Drinks. Und wir machen definitiv auch oft Ananas-Pfannkuchen. Aber Hawaii-Toast? Nicht wirklich. Okay, aus Hawaii scheint der süß-saure Toast schon mal nicht zu kommen. Aber woher dann? Wer hat dieses verschwenderische Gericht erfunden? Zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders. Die Besatzungsmächte sind noch überall präsent. Das Fräuleinwunder im Petticoat bezaubert die amerikanischen GIs. Vom Aufschwung profitiert jedermann. Die Tische biegen sich nur so. Alles steht im Zeichen der Modernität. Die moderne Frau will praktisch kochen
und international. All diese Sehnsüchte bedient Clemens Wilmenroth, der Vater aller Fernsehköche. In seiner Show mit dem Namen Clemens Wilmenroth bitte zu Tisch serviert er freitagabends Kochideen mit mondänem Flair. Hering mit Ketchup und Sahne zum Beispiel nennt er bretonische Art. Die Küche der Welt auf deutschen Tellern. Das gibt allein schon einen wundervollen Creme, miteinander gerührt. Jetzt geht es weiter. Eigentlich ist er gar kein Koch, sondern Schauspieler. Er heißt nicht Clemens Wilmenroth, sondern Karl Hahn. Und man munkelt, er könne auch gar nicht kochen. Aber er hat ein Gespür fürs Publikum. Das ändert aber nichts an der erfreulichen Tatsache, dass eine Delikatesse auch dann eine Delikatesse bleibt, wenn sie wohlfeil ist. Einfachste Zutaten sind Trumpf, wie hier bei seinem Salami-Toast mit Ei und Ketchup. Ketchup gilt damals, wie alles Amerikanische, als exotische Aufwertung jeder Speise. Eine Vorstufe des späteren berühmten Hawaii-Toasts. Den macht Clemens Wilmenroth in einer legendären Sendung populär. Nur wird genau diese historische Folge nicht archiviert. Doch der Hawaii-Toast wird zu Wilmenroths beliebtester Kreation. Auch hier ein belegter Toast. Nur eben nicht mit Salami und Ei, sondern mit damals revolutionären Zutaten. Überbacken in einem Elektrogrill. Auch so ein Utensil, das heutzutage fast vergessen ist. Aber es macht den Toast richtig schön saftig und knusprig. Der Tischgrill war ein Küchengerät, das der Fernsehkoch gern und häufig benutzte. Durch Wilmenroth und den Hawaii-Toast wurde er in Deutschland mächtig populär. Doch stammt der Hawaii-Toast wirklich von Wilmenroth? Die Inspiration kam nämlich ursprünglich von seinem TV-Koch-Konkurrenten Adam, der die kulinarische Sensation erfunden haben will. Der Streit endet jedenfalls damit, dass Wilmenroth den Hawaii-Toast in seinen Kochbüchern nicht mehr erwähnen darf. Vielleicht gibt es die wilde Schinken-Ananas-Käse-Kreation aber schon viel länger. In den USA der 30er Jahre gab es einen Horror-Toast mit Spam, also Frühstücksfleisch aus der Dose, Käse und Tomate. Das Spam-Witch. Ob Wilmenroth und Adam dieses Rezept kannten? Immerhin wimmelte es damals in Westdeutschland nur so vor US-Truppen. Und wenn man sich die moderne Spambüchse mal genauer anschaut, dann findet man auf der Rückseite einen Rezepthinweis, der irgendwie vertraut aussieht. Toast mit Frühstücksfleisch und Käse. Fehlt nur noch die Ananas. Und tatsächlich vermarktet die Frühstücksfleischfirma als Rezeptidee so ein Spamwich und auch einen Hawaiian-Style-Spamburger. Wer hat's erfunden? Es bleibt also schwierig. Ich probiere den Käse. Das ist bestimmt so Käse aus den 60er Jahren. Isst man das nicht einfach so? Das ist komisch. Und das hat man stinkt. Bestimmt alle in den 60er Jahren haben das bestimmt immer gegessen. So Hawaii. Ananas? Komm, wir probieren. Auf 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, schmeckt ein Koks. Ich wusste, dass das Ananas ist. Nee, danke. Tja, der Toast ist halt kein richtiges Brot. Und auch vom Schinken wird nicht viel erwartet. Der Käse ist Schmelzkäse. Und die Ananas kommt aus der Dose. Nichts ist frisch. Alles besteht aus lange haltbaren Zutaten. Und die Cocktailkirsche? Nur ein nachträglicher Werbeakzent eines holländischen Molkereibetriebs. Aber schmeckt das heute noch? Also Sie müssen wissen, ein kleines Geheimnis, ich bin leider keine Küchenfee. Und es muss immer schnell gehen und es muss ganz gut schmecken. Und das tut das Toast dabei, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, es hat so einen Kultstatus auch heute wieder, dass die Leute sagen, nee, finde ich cool. Das kann man ja auch in toll machen. Dieses Fruchtige, dieses Süß-Salzige.
Ein Traum. Einen tollen Schinken nehmen und einen echten Cheddar-Käse. Das kann man ja auch aufpimpen. Ein Klassiker, der auch heute noch schmeckt. Köstlich. Und was sagt Tarek dazu, unser hawaiianischer Koch? Ich würde sagen, das ist ein Sandwich als Imbiss oder auch zum Frühstück. Es schmeckt doch ein bisschen seltsam. Ja, herrlich. Ah, auch Kinder, die klassische Kittelschürze. Mensch, da könnte man gleich mal direkt anschmeißen hier. Da, zack, hier, guck. Dann wird der Tisch zugemacht. Kann ich gleich an die Küche gehen. Könnte ich einen Toast Hawaii machen? Puppenkleider? Stopp. Tüten? Doch, das ist wirklich so ein Putzfrauenkleid. Ja, hab ich dir doch gesagt. Sind Röcke mit... Ah nee, das sind solche Schürzen-Dingsens. Hier ist auch extra noch so ein Täschchen. Da kannst du deine Spülcreme reintun. Eine Tasche mindestens, dann kann man sie verschließen mit Knöpfen. Vorne oder hinten, oder sie ist mit Seitenbändern zu schließen. Sie ist kurz oder lang, langärmlich oder auch kurzärmlich. Viele haben auch Rüschen, also es kommt dann auch drauf an. Sie kann richtig extravagant aussehen. Die Bloggerin hat die Kittelschürze bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt und musste dafür erstaunlich weit reisen. Denn wer hat's erfunden? Wahrscheinlich hat diese Kittelschürze eine smarte Alt-Berliner Frau aus dem Scheunenviertel aus dem 7. Hinterhof erfunden, weil die sind so praktisch. Nee, die Amis waren das. Denn hier rekrutiert die American Food Administration im Ersten Weltkrieg 700.000 Frauen, um dem Volk die Rationalisierung von Lebensmitteln beizubringen. Dafür erhält jede von ihnen eine Anstecknadel, einen Ausweis und ein Schnittmuster für eine Schürze. Nee. Die kommen aus Amerika? Sehr witzig, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Das kommt einem so klassisch deutsch vor. Kittelschürze, wie heißt das wohl auf Englisch? Die Urmutter aller Kittelschürzen heißt Hooverette, benannt nach Herbert Hoover, damals Chef der Verwaltung. Später wird er sogar US-Präsident und führt die Staaten in die große Wirtschaftskrise von 1929. Seine Kittelschürze ist da erheblich erfolgreicher. Sie bekommt Rüschen und Blümchenmuster und wird bald auch im Kaufhaus angeboten. In dieser Wirtschaftskrise gab es auch Autos, die nicht mehr fuhren. Die wurden dann mit Pferden gezogen. Das waren so Hoover-Buggies, wurden die genannt. Oder auch Hoovervilles, das waren halt die Elendsviertel dann in den Großstädten. Und lustigerweise, trotz dieses Namens des Wickelkleids, Hooverette, war es doch sehr beliebt. Also im Gegensatz zum Präsidenten war die Arbeitsbekleidung top. Gepflegt, schlicht, erschwinglich. Die Damenwelt ist ganz wild darauf. Denn die technische Revolution setzt im Haushalt ein. Und die neuartige Schürze wird zum Sinnbild für Professionalität. Modezeitschriften bringen Schnittmuster in Umlauf. Und so gelangt sie schließlich bis nach Europa. Das Image von Hygiene und Modernität soll auch Damen, die wenig Begeisterung für Hausarbeit mitbringen, mit dem Heimjob versöhnen. Selbstbewusst, schrill bunt. Warum hat man die denn so quietschig gemacht, damit man seine Frau wiederfindet im Haushalt? Nee, das hatte einen ganz praktischen Grund.
Blümchenmuster sorgen für weniger Verschnitt und kaschieren Flecken. Weiß hingegen das Zeichen perfekter Haushaltsführung. Und was haben Sie davon? Nicht einmal einen Gehalt, hat die Gnädige. Gehalt? Ich bin doch hier zu Hause. Hausfrauen sind eben einzige Dienstboten ohne Lohn. Wo bleibt Ihr freier Sonntag? Wo bleibt Ihr Urlaub? Und wo bleibt die Weihnachtsgratifikation? Na dann lieber ab in die Fabrik. In 1963 werden wir fast doppelt so viel Dederon wie bisher bekommen. Der sozialistische Traum vom Fortschritt wird gefeiert. Ich trag Prelana und Dederon. Und weil sie Dufte sind, kennt sie ein jeder schon. Geboren in Premnitz ist dieses Paar. Wie heißt das? Dederon. Wenn du zu nah an einer Kerze bist, zack, gehst du in Flammen auf. Oder? Wie soll ich mir das vorstellen? Schön luftig auch im Sommer natürlich hier. Ne? Arm frei, achselfrei, kann alles transpirieren und atmen. Bah, vor allem, wenn du schon mal vor, du hast da richtig gearbeitet drin. Ne? Und dann, wenn so der Achselschweiß in diese Rillen reingelaufen ist, das muss doch gestunken haben, oder? Ja, das ist natürlich ein artifizieller Stoff, also Plastik auf gut Deutsch. Kriegt man einen schönen Schlag. Wenn ich jetzt bestimmt was Metallisches anfasse, dann zing, kriegt man einen elektrischen Schlag. Sind ja oft Urlauber, die hier reingucken und dann staunen, wie es bei uns noch so aussieht und wie es hier zugeht und dass das wirklich noch so ist, wie es damals war. Teilweise sagen sie, es ist wie im Museum, dass dann wirklich noch die Schnitte zu sehen sind und die Nähmaschinen und die Stoffe. Und viele erinnern sich auch an ihre Kinderzeit oder an ihre Muttis, die dann die Schürzen getragen haben. Neben dem Direktverkauf gibt es, wer hätte das gedacht, auch immer mehr Bestellungen übers Internet. Doch Hauptklientel sind heute ältere Damen, die vor allem an Marktständen fündig werden. Die Generation der Kittelschürzenträgerinnen wird es nicht mehr lange geben. Sind die Zeiten des praktischen Arbeitskleides also endgültig vorbei? Wer weiß, die Muster dienen der Textildesignerin als Inspiration. Und damit ist sie nicht die Einzige. Denn mit frischen Farben und Schnitten erlebt die Kittelschürze eine kleine, feine Renaissance. Zwei. Boom. Von der arbeitenden Frau nun zum arbeitenden Mann. Der hat auch Ende des 19. Jahrhunderts ordentlich Schmacht. Egal ob Fabrik- oder Grubenarbeiter. Das Essen muss er von zu Hause mitbringen, und zwar im Henkelmann. Der Henkelmann ist die erste Pausenbox für das Essen außer Haus. Ein echter Fortschritt zur damaligen Zeit. Sagt dir, der Henkelmann war? Henkelmann? Nein, habe ich noch nichts gehört. Ich bin aus Kamerun und ich kenne das von meinem Oma in Dorf. Der Henkelmann, das ist der Mann mit dem Pistop.
denke ich mir. Ich komme aus Polen, ich kenne auch sowas, aber 3 Etagen auch und 5 war ein bisschen größer und kleiner. Auch solche und mit Porzellan auch sowas. Bei uns war auf Korbchen, nicht aus Metall. Das war nach dem Krieg so ein Essgeschirr. Mal Schüler musste man den Henkelmann mitbringen und dann gab es in der Schule gab's Quäkerspeis. Ein Döschen. Ja, so eine Brotdose, aber eine coole Brotdose. Achtung, da gibt's extra so voll Dinger dazu. Oh, da ist sogar noch ein Pausenbrot drin. Oh, das ist eine Brotbox. Lecker. Ist es schon länger da drin? Es ist praktischer als meine Brotdose. Dann schmeckt das Toast nicht immer nach Gurke, weil die nebeneinander liegen. Das Deutsche Kochbuchmuseum in Dortmund widmet sich dem mitgebrachten Essen von den 1870er Jahren bis heute. Die Reise durch die Kulturgeschichte des Essens beginnt hier beim Henkelmann und macht einen Bogen über die ersten Speisehallen bis hin zu den Kantinen der Gegenwart. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder hat man den Henkelmann mit dem Essen ans Werkstor gebracht bekommen in der Mittagspause. Oder man hat ihn als Arbeiter, wir reden natürlich in erster Linie von einer männlichen Arbeiterschaft, gleich morgens mitgenommen mit Inhalt und ihn dann vor Ort aufwärmen lassen in sogenannten Wärmebehältern, Wärmebecken. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Warmwasserbad, wenn Sie Butter oder Kuvertüre schmelzen in der Küche. Viele wärmen ihren Henkelmann im Wasserbad, um sich dann das häusliche Essen schmecken zu lassen. Die Industrialisierung führt im 19. Jahrhundert zu einem grundlegenden Wandel der Arbeitswelt in Deutschland. Für die meist männliche Belegschaft und auch die Schulkinder, die mittags nicht nach Hause kommen, muss gesorgt werden. Das Essen kommt im Henkelmann. Aber was gehört da eigentlich rein? Isolde Parussel hat für ihre Ausstellung Essen außer Haus 13.000 Kochbücher und Ratgeber gelesen und darüber nichts gefunden. Man findet über jegliches Wäschestück Hinweise, wie man jegliches Material in der Küche reinigen soll. Aber tatsächlich nichts, was man für die Mittagspause zubereitet und mitgibt. Das erstaunt sehr und man müsste das auf jeden Fall noch mal genauer untersuchen. Tja, was würde ich da für ein Gericht rein? Ich glaube, da könnte man alles reinmachen, ne? Eintopf, großartig. Ja, Grünkohl, da gehören so richtig deutsche Sachen rein. So Wurst. Ganzer Henkelmann voller Wurst. Ja, aber dann ehrlich gesagt lieber einen Apfel oder eine Banane. Oder natürlich, auch wenn ich täglich arbeite, mein berühmtes Käsebrot. Aber ich finde so Fleischbällchen immer ganz cool. Dann so vielleicht so ein Tomatensalat, dann eine Pasta. Oder Kartoffelbrei oder Kartoffeln. Das gehört in einen schönen Henkelmann rein. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Ich erinnere mich durchaus noch an den Henkelmann. Aber eigentlich hatte der seine große Zeit noch vor meiner Kinderzeit. Die Arbeiter nahmen den Henkelmann mit. Damals war da aber nicht etwa Sauerkraut mit Eisbein drin, sondern ziemlich dünner Plör. Butterbrote waren zu teuer. Einfach und transportabel erfüllt die Arbeiterverpflegung in Deutschland ihren Zweck. Wie es auch optisch ansprechend geht, zeigen im Vergleich die Japaner. Dort gibt es die sogenannten Bento-Boxen schon seit dem 5. Jahrhundert. Damit das meist kalte Essen in der Box genießbar bleibt, muss der Reis zum Beispiel eine bestimmte Konsistenz haben. Es gibt sogar eine Art Farbenlehre. Die Farbe ist sehr wichtig, dass es nicht immer weiß und braun und einfach Kartoffeln und Fleisch und bumm so aussehen, sondern wir geben uns sehr viel Mühe. Das ist einfach ein täglicher Liebesbrief. Pass auf dich auf und ich denke an deine Gesundheit.
Gibt es das heute nicht noch in Indien? Die Inder, die kochen doch immer, da kocht Mutti zu Hause und dann wird das mitgenommen und dann wird das immer in solchen Eimerchen hin und her getragen und ausgefahren und wieder abgeholt. Stimmt. In der 20-Millionen-Metropole Mumbai liefern täglich 5000 Dabawalas 200.000 Mittagessen aus, zubereitet von der eigenen Ehefrau oder Mutter. Die Dabbas, die indischen Henkelmänner, legen dabei bis zu 70 Kilometer zurück. Ein Code aus Zahlen, Buchstaben und Farben weist den Weg. Zurück nach Deutschland. Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt eine erste richtige Kultur des Außerhausessens für die breite Masse. In den folgenden Jahrzehnten führen verbesserte hygienische Bedingungen und der Zuzug von Migranten zu neuen Formen der Ernährung, gerade außerhalb des Hauses. Neben Butterbrot und Kantinen oder Schulessen entstehen die ersten Speisegaststätten. Also das ist, glaube ich, die große Veränderung in den letzten 150 Jahren, dass Essen außer Haus für jeden möglich ist, für jeden als Idee selbstverständlich und für jeden, je nach Form, auch erschwinglich. Mit der Zeit richten größere Firmen flächendeckend Kantinen ein und machen den Henkelmann allmählich überflüssig. So ganz verschwindet er aber erst in den 60er Jahren. In deutschen Landen setzt man sich zwischen 12 und 2 Uhr mittags zu Tisch. Und rund 12 Millionen Berufstätige füllen Werktag für Werktag die Kantinen. In 10 Jahren werden es sogar 35 Millionen sein. Kantinenbetriebe sind also ein Geschäft mit Zukunft. Eine verhältnismäßig neue Art der Selbstverpflegung im Betrieb, die sich immer mehr ausbreitet, ist die Automatenverpflegung. Warme und kalte Getränke sind dabei am leichtesten zu beschaffen. Essen Sie in der Kantine? Fragten wir einige Werksangehörige. Ja, ich esse jeden Tag in der Kantine. Für mich ist das vor allem wichtig, dass ich während der 12 Stunden Arbeit Mittag ein warmes Essen habe. Und für den Preis ist das Essen auch im Allgemeinen ganz gut. Hundertprozentig weg ist der Henkelmann noch nicht. In seiner einfachsten Form überlebt er bis heute noch bei den Soldaten. Das Feldgeschirr der Bundeswehr, genannt Big Pot, hat sich auch deswegen durchgesetzt, weil es unheimlich praktisch ist. Es nimmt nicht viel Platz weg, man hat daran nicht schwer zu schleppen und es ist schnell zusammengesteckt. Also grundsätzlich so holen wir den Big Pot aus dem Rucksack raus, um ihn dann für die Verpflegungsbereitschaft herzustellen. Öffnen wir den Big Pot unten, nehmen den Deckel ab, haben dann innen drinnen nochmal eine Einlage, wo halt entweder das Brot oder das Brötchen reinkommt. Den ziehen wir raus. Und dann das Hauptteil sowie die beiden Einzelteile setzen die dann zusammen, legen den Halter komplett um und setzen das dann so zusammen und gehen dann so zur Verpflegungsbereitschaft zum Spieß. Heutzutage ist das Mittagessen außerhalb der Familie selbstverständlich geworden. Und der Wunsch nach gesunder Ernährung ist groß. Einige Kantinen gelten als so gesund und lecker, dass Angestellte sogar Leergefäße mitbringen und für das Abendessen zu Hause befüllen. So wird die alte Arbeiterpausenbox heute zum Lunchpaket aus der Kantine. Ich mache das in der Mikrowelle warm normalerweise. Also man muss ein bisschen darauf achten, welche Speisen man mitnimmt. Also man kann nicht einfach Kartoffelpuffer mitnehmen mit Apfelmus. Das kann man einfach in so einer Box nicht transportieren, das verschmiert. Aber eine kräftige Eintopfsuppe oder aber ebenso ein Gericht, Nudelgericht oder Kartoffelgericht oder sowas, die eignen sich ganz, ganz hervorragend zum Mitnehmen und dann abends nochmal warm. Unser nächstes Objekt, der Mufu-Tee. Wer war's, der Mufu-Tee? Stimmt, es gibt ja Menschen, die nicht wissen, was ein Mufu-Tee ist. Ist das irgendwie so, weiß ich nicht, ist das so ein Kaffeeersatz, Tee, ein Getränk? Mufu-Tee ist wahrscheinlich eine Abkürzung, aber für was? Oh Gott, wie heißt das denn eigentlich ausgesprochen? Weiß ich nicht.
Mein Gott, nein, das weiß ich nicht, habe ich nicht parat. Das hört sich so afrikanisch an. Multifunktions... Voll kein Plan. Tisch? Ernsthaft? Ja. Richtig geraten? Ja. Ich komme doch gar nicht aus dem Osten. Aber vor allem da war der Mufuti ein wichtiges Möbelstück. Ein Tisch für alle Fälle, den man höher kurbeln und dank Ausziehmechanismus vergrößern konnte. Ideen muss man haben, so ist das. Aber keine Sorge, in der BRD gab es was ähnlich Praktisches. Dazu später mehr. Die DDR brachte ja allerhand kuriose Begriffe hervor. Doch der Mufuti ist wohl der unbekannteste. Also diese Kurzbezeichnung kannte in der DDR kein Mensch. Das war, wenn überhaupt, eine handelsinterne. Im Berliner Werkbundarchiv, dem Museum der Dinge, erforscht Günter Höhne Alltagsgegenstände der DDR. Als Chefredakteur der Fachzeitschrift Form und Zweck war Design schon zu Ostzeiten seine Passion. Aber der Mufuti? Ich glaube, die meisten Nutzer haben ihn genommen, weil es keinen anderen Tisch gab und weil er mit seiner Kurbelei und so eben doch vielleicht nicht unnützlich ist. Aber schön war er nun wirklich nicht. Wenn der Mufuti gebraucht wurde, war immer Party angesagt. Und zwar bei Tante Rosel. Und Tante Rosel hatte immer ganz viel Besuch. Aber natürlich nicht so viel Platz, immer so einen riesen Tisch zu haben. Und die hat dann den Mufuti immer ausgeklappt und hochgedreht und so. Und das war immer sehr lustig. Zur vollen Blüte gelangte der Begriff Mufuti erst nach der Wende. Mit der Komödie Sonnenallee. Der Inhalt? Das Leben von Jugendlichen im Ostberlin der 70er Jahre. Bitte mach da schon mal den Mufuti fertig. Was? Du sollst den Multifunktionstisch herrichten. Hm. Aber mach vorsichtig, ja? Ach, jetzt Kurbel. Scheiß Ostding. Jetzt bist du hoch. Ich steh diesen Tisch nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Osttisch ist. Papa, bitte nicht solche Worte vor Georg, der mag das gar nicht. Mit seinen Parteien aus dem Mokerfug trinken. Doch darf man sich über den Mufuti lustig machen? Über das Leben in einer Diktatur? 10 Jahre nach der Wiedervereinigung kochten die Emotionen hoch. Ein Opferverband stellte sogar Strafanzeige gegen den Regisseur, wegen Beleidigung der Maueropfer. Scheinbar war für manche die Zeit noch nicht reif für den humorigen Blick zurück. Und mittendrin der Multifunktionstisch. Kühlschrank, Waschmaschine, die Teppiche, die gesamte Einrichtung, ist das nichts? Nö, es muss schon ein Mufuti her. Das Glanzstück ostdeutschen Möbeldesigns. Die DDR verfolgt da ganz eigene Ideale. Die prägendsten Eigenschaften von gelungenem Design in der DDR waren, dass es a. langlebig angelegt war, und zwar einmal funktional, lange vorhielt und auch in der Ästhetik sich also gut an seine schon vorhandene Umgebung anpasste. In Gera wurde in diesem Jahr die 25.000. Neubauwohnung seit Bestehen der Republik übergeben. Eine solche Amtshandlung zählen die Stadtväter zu ihren schönsten. Und darauf werden sie noch so manchen Schluck nehmen müssen. Die Zimmer in der Traumwohnung? Klein, eckig und überall gleich. In der Platte zeigt der Mufuti sich in seiner ganzen Vielseitigkeit als perfektes Möbelstück. Ist er doch Couch und Esstisch zugleich. Aber teuer. 199 DDR-Mark. Wie soll ein junges, frisch gebackenes Plattenmieter-Ehepaar das bezahlen? Ein staatlicher Ehekredit muss her.
Ihr habt auch diesen Ehekredit in Anspruch genommen und das war für euch eine günstige Starthilfe. Wie lief denn das bei euch damals so? Auch nach der Hochzeit sind wir dann zum Alexanderplatz gegangen, haben den Kredit aufgenommen und haben uns dann überlegt, was wir am wichtigsten brauchten. Das war eine Waschmaschine, Schleuder, eine Fernsehapparat zum Schluss. Ab 1971 gibt es diesen Kredit. Mehr Kinder und mehr Engagement für den Staat sind das Ziel. Anfangs sind es 5.000 Mark, später sogar 7.000. Zinslos. Für jedes Kind wird ein Teil des Kredits erlassen. Auch der ein oder andere Mufuti wird so finanziert und macht das Wohnzimmer perfekt. Doch nach dem Mauerfall teilt der Tisch das Schicksal vieler Errungenschaften des Arbeiter- und Bauernstaats. Und im Westen? Auch hier wird in den 60ern am Tisch geklappt und gekurbelt. Die Auswahl ist größer, der Preis günstiger. Doch im Kern das gleiche hüben wie drüben. Das ist also ein Multifunktionstisch. Das wusste ich ja gar nicht, was wir da für ein Schätzchen im Keller hatten. Mittlerweile ist auch ein Sperrmüll. Wir fanden das ganz witzig. Den haben wir irgendwo gefunden und haben ihn dann jahrelang zum Schuheputzen benutzt. Und die Kinder haben daran gerne gedreht, ihn rauf und runter bewegt. Jetzt ist er weg. Heute haben Doppeldeutschland und Multimöbel ausgedient. Das Ende einer Ära? Nicht ganz. Seit einigen Jahren lässt sich der Trend zur Ostalgie feststellen. Lebendig ist dies im Berliner Ostel. Die Ausstattung der Zimmer besteht von den Tapeten bis zu den Möbeln ausschließlich aus DDR-Waren. Eine gute Gelegenheit, mal eine entscheidende Frage zu klären. Hält der Multifunktionstisch, was er verspricht? Oh, man darf es nicht anfassen. Sonst fällt alles runter. Aber schon schick, so ein Ding. Eben feinste Spanplattenpracht. Ich gebe schon gerne auch Handküsse an Damen. Heute muss man schon in sehr vornehmen Kreisen verkehren, um Handküsse zu vergeben. Denn ansonsten ist diese Geste selten geworden. Dabei gehörte der Handkuss lange zum guten Ton, als Ausdruck der Wertschätzung Damen gegenüber. Kiss. Aber warum macht man das? Es ist ein Brauch. Und es ist höflich. Wenn man einen Heiratsantrag macht oder so, küsst man hier auch nicht auf die Hand. Doch. Nein, doch. Nein. Oh. Nein, das haben ja immer die gemacht, die sich so einschleimen wollten bei einer Frau oder so. Nee, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, wirklich. Ist das jetzt euer Ernst? Also mit diesen Kreisen verkehren wir nicht. Wie soll ich das machen? Ich hab noch nie eine Handkuss. Ich hab keine Ahnung. Ach, der war aber gut. Naja, das muss man ja andeuten. Das hat mir meine Mutter, hat mir das schon immer erklärt, dass man den Handkuss, man küsst ja eigentlich den eigenen Daumen beim Handkuss, ohne sozusagen jetzt da die Hand abzuknutschen. Also das ist sozusagen die österreichische Art, wie man den Handkuss macht. Auch bei unseren Nachbarn in Polen gilt der Handkuss noch immer als Geste der Höflichkeit und des Respekts. Beim Tanztee der polnischen Senioren in Berlin-Kreuzberg pflegt man die Tradition. Wir werden jetzt tanzen. Dass der Herr der Dame die Hand küsst, wenn er sie zum Tanzen auffordert, ist für die älteren Polen selbstverständlich. Ursprünglich kommt diese Geste vom Adel. Und kein europäischer Staat hatte je einen so hohen Blaublüteranteil wie Polen. Gut 10% der Bevölkerung waren adelig. So kam der Handkuss und das Volk und wurde in vielen polnischen Familien zu einer ganz normalen Sitte. Ich kenne das von meiner Kindheit. Damals schon meine Brüder, wenn wir besuchen die Tante oder Oma, da haben wir alle die Oma Handkuss. Da musste das sein. Und auch als ich schon verheiratet war, wenn mein Sohn zum Beispiel aus der Schule kommt, da hat er mir immer einen Handkuss gegeben. Wie man küsst,
Das wird über Generationen weitergegeben, jeweils an die jungen Männer. Den Älteren ist die Benimmgeste ja längst in Fleisch und Blut übergegangen. Der Mann, der muss mehr wissen als die Frau, sag ich. Ja. Und wenn er anfängt, verbeugt er sich. Dann steht die Frau auf, wenn er die auffordert zum Tanz. Steht sie auf und dann küsst er ihr die Hand und geht weiter auf die Tanzfläche und dann tanzen sie. Das Handküssen haben wir mit dem Blut geerbt. Und es spielt keine Rolle, wo wir sind. Das ist geblieben, egal ob wir in Polen sind oder in Deutschland. In Deutschland ist das was ganz anderes. Aber in Polen ist das eine Tradition. Das sitzt tief in mir. Mit dem Sturz der Monarchien 1918 war vielerorts Schluss mit Kuss. Bis in die 1950er. Gute Manieren, das ist eine Sache, die erstaunlicherweise wieder gefragt ist. Wie man's falsch und wie man's richtig macht, das lernt man zum Beispiel in den neuerdings überfüllten Kursen der Gräfin Luxburg in München. Küsst die Hand, Gnefrau. Aber wenn schon, dann bitte korrekt. Dieser formvollendete Handkuss, ich glaube, der wird nur so angedeutet. So ganz schick. Ich glaube aber schon, man fasst die Hand der Dame an, wenn sie einem die Hand reicht zum Kusse. Ich würde, glaube ich, nicht die Hand anschlabbern. Zieht sie leicht an sich, aber nicht zu fest. Und dann weiß ich jetzt gar nicht, berührt man mit den Lippen wirklich die Handoberfläche oder nicht? Mein Hund würde es tun, aber ich, nein, ich glaube nicht. Die Vornehmen, die Adligen, ich glaube, die haben dann nur so gemacht. Da berührt man nicht mit den Lippen die Haut. Aber sonst, natürlich, gibt man einen Schmatzer auf diese Handoberfläche, lässt die Hand dann besser wieder los, damit die Dame die Hand zurückziehen kann. Und das war der Handkuss. In manchen Kreisen wird fleißig weitergeküsst. In der katholischen Kirche zum Beispiel. Vom Bischof bis zum Papst. Allerdings wird hier, wie Anno Tobak, nur der Siegelring geküsst. Eigentlich ist der Handkuss bei uns nur noch im Adel vielleicht zu finden, auf Bällen, auf Empfängen. Die Queen, ja, die Queen ist eine Ausnahme. Aber auch sie bekommt nicht den richtigen Handkuss direkt drauf mit den Lippen, sondern nur angedeutet. Ja, man reicht die Hand und man merkt, das geht dann ganz schnell. Bup, bup, wird die Hand genommen, tut nicht weh und ist eine reizende Geste. Finde ich auf jeden Fall angenehmer als dieses Küsschen links, Küsschen rechts. Das ist mir dann doch ein bisschen zu nah. Und so ein Handkuss, da hat man so seine, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. So, ne? Das kann man auch selber variieren, ob man denjenigen ein bisschen mehr ranholt oder bleibt man lieber da. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen zu romantisch für unsere Zeit, leider. Auch wenn er heute selten geworden ist, die Damen beim polnischen Tanztee genießen den alten Brauch. Als ich meinen Mann kennenlernte, damals, ja, vor 50 Jahren, das hatte bei Verlobung, war er auch bei mir, ja, hat meine Hand geküsst, ja, meine Mama. Also das war üblich, normal eigentlich. In meinem Alter und ein bisschen jünger machen die das. Die wissen, dass man die Frauen küssen muss, um sie zu schätzen. Und wenn dazu noch ein Kuss auf die Lippen kommt, dann zeigt man die Liebe dazu. Manche Sachen verschwinden eben nie. Andere schleichen sich sang- und klanglos aus unserem Alltag und sind nur noch etwas für Liebhaber. Kittelschürze. Doch weg sind sie noch lange nicht. We'll be right back.
Sätze